Hey Leute und willkommen zurück zu PyQt. So, heute geht's um die Dialoge, die ihr so öffnen könnt. Sind sozusagen auch Widgets, aber seid nicht gelangweilt, das ist wirklich was Neues. Und was wir dafür brauchen, ist erstmal so ein Dialog, beziehungsweise irgendein Event, was das Ganze triggert. Und dazu machen wir uns einfach einen Button, also sagen wir einfach mal, das hier kommt weg. Ja, wobei, warum eigentlich so viel? Sagen wir einfach, hier kommt ein Q-Push-Button rein und den packen wir in Self. Und geben dem noch ein schönes Label. Welche Schriftart? So, und jetzt setzen wir noch self.w. clicked.connect und zwar mit self.clicked. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Hier drin rufen wir uns jetzt einen Font-Dialog auf. Dazu sollten wir vielleicht, wobei, wir können auch einfach den Button-Schrift ändern. Genau, und jetzt sagen wir hier, okay, wir hätten gerne einen neuen Font-Dialog. Dazu machen wir einfach Folgendes. Wir sagen, Achtung, das Date darf hier auf keinen Fall mehr drin sein. Das ist noch aus letztem Video, sonst stürzt es wieder ab. Font, Komma und okay ist gleich Q Font Dialog Punkt Get Font. So, Font heißt übrigens Schriftart, nur für die, die es nicht wissen. Und jetzt sagen wir if okay, also wenn der User auf okay geklickt hat, dann self.w.set Font und hier muss einfach nur die Font rein. Fertig. So, was das jetzt hier macht, ist, es öffnet uns einen Dialog und wenn der User OK klickt, also es speichert sozusagen den Rückgabewert als Schriftart und als Button, der gedrückt wurde und das ist der OK-Button. Und wenn er auf OK gedrückt hat, dann setzen wir die Font von unserem Button, also die Schriftart der Schrift auf unserem Button auf OK. So, und jetzt klicke ich hier drauf und habe hier eine wunderbare Auswahl an Schriftarten und kann hier auch die Größe auswählen, zum Beispiel riesengroß und so weiter. So, Achtung, der Button passt sich jetzt nicht mehr an. Das heißt, eure Schriftart ist eventuell viel zu groß, deswegen muss man hier vielleicht was wählen, was irgendwie passt. Aber man sieht, es funktioniert so ein bisschen. Moment, mal gucken, ob ich irgendwas Krasseres habe. Ja, das ist doch mal krasser. Okay. Also, man sieht hier, manche Sachen werden geändert, manche nicht. Das liegt daran, dass zum Beispiel, glaube ich, in der Schriftart keine großen Sachen geändert wurden oder sowas. Ich weiß es nicht, aber hier kann man auf jeden Fall eine Schriftart wählen. Hier sieht es komplett anders aus jetzt. Aber Achtung, wie gesagt, euer Button passt sich da nicht an. Ihr müsst dann auch selber den Button, die Buttongröße und so weiter ändern. Aber normalerweise ändert man eh nicht die Schriftart von einem Button, sondern vielleicht von dem Text, den der User geschrieben hat oder sowas. Und genau. So funktionieren Font-Dialoge. Wie gesagt, es gibt nicht nur Font-Dialoge, es gibt auch File-Dialoge und die werdet ihr wahrscheinlich deutlich häufiger brauchen, aber Font-Dialoge sind auch ein bisschen einfacher. Deswegen haben wir mit denen angefangen. Und zwar ein File-Dialog. Was passiert wohl bei einem File-Dialog? Naja, es fragt euch, welche Datei ihr auswählen wollt. Und welche Datei ihr auswählen wollt, ist ziemlich wichtig zum Uploaden, zum Lesen von Dateien, zum Konvertieren, alles. Alles braucht irgendwelche Dateien und meistens weiß der User, wo sie stehen und wo, und ihr wisst es nicht. Deswegen lassen wir das einfach mal alles so. Aber sagen wir, choose pick oder sowas. Und jetzt packen wir uns hier noch ein Label rein, also sowas wie self. Punkt Label gleich Q-Label. Ich werde ein Bild. Okay. Achso, vielleicht sollten wir es noch auf Self beziehen, sonst wird das wieder nichts. Okay, und jetzt sagen wir hier drin, ich hätte gerne keinen Q-Font-Dialog, sondern ich hätte gerne einen File-Dialog. Aber dazu speichern wir den File-Dialog einfach mal ab. File Dialog, okay, FD ist gleich Q File Dialog. So, und das ist einfach nur Konstruktor, fertig und gut.
So, jetzt sagen wir hier File Dialog, ups, Punkt get open file name und das speichern wir uns und zwar in einem Datei in einem String namens file name oder f name und hier muss erstmal unser Fenster rein, dann sagen wir, keine Ahnung, wir nennen es einfach open file oder Datei öffnen, bleiben hier vielleicht so ein bisschen im Semideutschen zumindest. Und dann sagen wir, wo wir am Anfang hin wollen. Das wäre zum Beispiel in d slash tuts slash python. Der allererste Pfad, den wir sozusagen auswählen. Also der User kann, Entschuldigung, der User kann noch rumnavigieren, wo er möchte. Aber am Anfang befindet er sich in d tuts python. So, aber Vorsicht, ihr erinnert euch noch, dieses Ding hier ist ein Maskierungszeichen. Das heißt, wenn ich Backslash n schreibe, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich Backslash n meine ich neue Zeile. Das heißt, ich muss dieses Maskierungszeichen selbst noch maskieren und deswegen Doppelslashes schreiben. Und ja, und dann sagen wir, was wir für Dateien gerne hätten. Also sowas wie nur Bilddateien, du Trottel. Du Troll. Warum nicht du Troll? Okay. Und dann sagen wir ihm hier, Klammer, Klammer. Und jetzt hier Sternchen Punkt JPG. Das heißt, wir wollen nur JPEG-Dateien haben oder wir wollen nur JPEG-Dateien haben. So. Da werden wir wahrscheinlich bei mir nichts finden, aber man kann es ja mal probieren. Punkt JPEG. So. Und jetzt kriegen wir den Dateinamen zurück durch diesen File-Dialog. Und wir sagen self.label.setpixmap. Und hier packen wir uns dann eine neue Pixmap rein. Und zwar über... Ah doch, wir finden was. Wenn wir hier PNG reinschreiben, dann finden wir was. Ha! QPixmap über den File-Name. Okay. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich das laufen lasse? Hier steht, ich werde ein Bild. Und jetzt können wir hier ein Bild auswählen. Wir kommen am Anfang in Tuts Python. Und wir haben hier nur Bilddateien, du Troll. Und es werden tatsächlich alle Dateien gefiltert. Also ihr seht, was hier alles rumliegt. Hier sind Text und Stuff.py. Alles wird gefiltert, außer die PNG-Datei. Das heißt, wir können hier auch auswählen und genauer gucken, was da so erlaubt ist. Das sind diese verschiedenen Dinger, die ihr immer seht. Und hier oben steht Datei öffnen. Das ist das, was wir hierhin gemacht haben. Und wir sind am Anfang in dem Pfad dtuts-python. So, und wir haben hier dieses email.png, die können wir auswählen. Und wir machen öffnen und wir kriegen Error. So, wenn ihr auf so einen Fehler stoßt und einfach nicht weiter wisst, dann einfach mal gucken, was denn dieses fname überhaupt ist. Dann gucken wir einfach mal print fname, so. Und jetzt sehen wir, dass wir ein fname haben, das enthält als erstes, also es ist ein Tupel, sonst wären die Klammern eckig. Die Klammern sind rund, also es ist ein Tupel. Wenn die Klammern eckig sind, ist eine Liste. Wir haben als erstes den Pfad und als zweites haben wir nur Bilddateien, du Troll. Okay, das bedeutet, wir brauchen das Tupel nur an der ersten Stelle, weil wir den zweiten Teil können wir eigentlich wegschmeißen. Das ist eine Neuerung, die war mir bisher nicht bekannt, aber wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Das heißt, wir wählen ein Bild aus und schon sehen wir, dass wir nichts sehen, aber es ist das Bild, es ist nur abgeschnitten, weil das Label sich wieder mal nicht richtig angepasst hat. Wie gesagt, die Größe müsst ihr selbst noch anpassen. So, ein weiterer Dialog ist der Color-Dialog. Der Color-Dialog lässt euch eine Farbe auswählen, ist wahrscheinlich wichtig für Leute, die sowas machen wollen wie Paint oder vielleicht sogar was so ambitioniertes wie GIMP. Aber ich möchte natürlich auch die Leute unterstützen, ganz klar. Und ja, Color wählt man über, auch hier drin, einfach mal den File-Dialog rausschmeißen. Und dann sagen wir hier Color gleich Q Color Dialog, Klammer, Klammer nicht vergessen. Und wir sagen aber auch noch, nur wenn die Farbe wirklich is valid, also wenn sie gültig ist, dann wollen wir sie ausführen, zum Beispiel, wir wollen sagen,
Wir wollen unseren Hintergrund so setzen. Self. Achso, bei der Gelegenheit könnte ich euch natürlich auch gleich noch Frames zeigen. Genau, machen wir. Auf jeden Fall. Self.frame ist gleich QFrame, liefert uns ein Frame, sozusagen ein, ja, sozusagen ein kleines Teilchen von uns. Und das packen wir auf Self drauf. Und jetzt können wir, halt, stopp, hier unten. Jetzt können wir über Self.frame ein Style-Sheet setzen. Also sowas wie SetStyleSheet. So, und hier packen wir jetzt was rein, was irgendwie komisch, komisch aussieht, Entschuldigung. QWidget. Geschweifte Klammer. Und jetzt kommt für die Leute, die CSS können, Background minus Color. Wenn ihr kein CSS könnt, müsst ihr noch ein bisschen warten. Dann erzähle ich euch das bald, nämlich direkt nach HTML. Gut. Und hier hinten dran kommt der Color Name, also der Name der Color.name. So. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier eine Farbe auf unseren Hintergrund setzen, indem wir so ein Frame benutzen. Achso, Vorsicht, hier oben muss noch getColor rein, weil sonst bekommen wir nicht die Farbe und das wollen wir natürlich. Okay, diese Color, die wir hier bekommen, die können wir natürlich auch noch anders verwerten, als nur irgendwie die Hintergrundfarbe von diesem Stylesheet zu benutzen, sondern wir können auch alles Mögliche damit machen. Also wir können die Color von was weiß ich was setzen. Aber wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir, dass sich unser Frame, das sich auf das Label sozusagen bezieht, wir haben hier die Möglichkeit, aus haufenweise verschiedenen Farben zu wählen. Und lasst uns mal was Buntes wählen. Sowas hier. Und ja, jetzt sehen wir hier oben, dass da, wo das Frame war, ist auch gleichzeitig das Label. Das Label hat standardmäßig die Farbe durchsichtig. Und da ich das Label hier oben über das, also zuerst reingepackt habe und danach das Frame drüber gelegt habe, sehen wir von dem Label gar nichts mehr. Aber wir haben auch einfach dieses Frame erstellt mit der Intention, dass es bunt wird. Das brauchen wir natürlich nicht. Wir können auch einfach das Frame rauslassen. Und wir sagen self.label.setStyleSheet oder sowas. Oder vielleicht self.setStyleSheet. Das wäre doch. Warum machen wir eigentlich nicht das? Das ist doch viel cooler. Wenn wir unseren Hintergrund von dem ganzen Ding setzen. Okay, blau. So, und jetzt haben wir überall den Hintergrund auf blau gesetzt und wir sehen auch, der Button ist eigentlich durchsichtig. Ups. Eigentlich ist er durchsichtig, hat gar keine Farbe, auch das Label hat keine Hintergrundfarbe, denn sonst würden wir nirgendwo dieses Blaue durchsehen. Aber sie haben alle, wie gesagt, durchsichtig. Ihr könnt überall die Farbe dann setzen, wo ihr wollt, also mit diesem SetStyleSheet könnt ihr CSS benutzen. Okay, so und jetzt zu guter Letzt wahrscheinlich wieder mal das, was euch am meisten interessiert. Und zwar der Input-Dialog. Der Input-Dialog ist sozusagen, ja, da könnt ihr was eingeben, wie in dieses Input-Line-Feldchen, das wir davor hatten. Und ist auch eigentlich nicht schwer zu benutzen. Funktioniert sehr, sehr ähnlich wie unseren ersten Dialog, den wir hatten, nämlich den Font-Dialog. Und wir sagen hier einfach Text, OK, ist gleich Q-Input-Dialog, Punkt, get Text. Und dann müssen wir das auf uns beziehen, self, und wir nennen das Ganze vielleicht einfach mal, wie ist dein Name? Und wir brauchen noch mehr, nämlich sowas wie, gib deinen Namen ein. So, und gleich werden wir sehen, was ist. Ja, und if okay, kennen wir ja schon. Self, wobei eigentlich, können wir es auch einfach printen. Print, Text. Okay. So, wenn ich das jetzt starte, dann steht hier immer noch Choose Pick, das ist ein bisschen veraltet, aber hier kommt dann einfach, wie ist dein N? Das heißt, das erste hier ist die Überschrift und das zweite steht dann hier unten. Hier habt ihr ein Okay und ein Cancel. Wenn ich Cancel mache, passiert gar nichts. Wenn ich Okay drücke, wird es hier ausgegeben, allerdings nur, wenn ich was eingegeben habe. Also okay, gib mir das aus, aber wir sehen, dass davor auch schon was ausgegeben wurde, denn es war ein Enter drin. Wenn ich hier Cancel drücke, passiert überhaupt nichts. Wunderbar,
So macht ihr ganz easy Input-Dialoge und File und Font und was weiß ich was für Dialoge. Also so könnt ihr mit dem User sozusagen sprechen. Okay, gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.